Eine der größten Überraschungen letzte Saison war Alfa Romeo Racing. Man konnte Platz 3 in der Teamwertung für sich holen. Bei den Testfahrten war das Team sehr schnell unterwegs, aber man hatte kleine Probleme mit dem Setup, was vielleicht sogar noch vermuten lässt, dass es noch schneller gehen könnte. Sasaki möchte seine Verpflichtung mit guten Leistungen zurückzahlen. Mal schauen, ob er das gerecht wird. XZ Reaper kommt von Williams und hofft auf ein erfolgreiches Jahr mit Alfa Romeo, das er letztes Jahr mit Williams nicht hatte. Das Ziel von Alfa Romeo ist noch unklar, man hofft aber auf gute Rennen. Eine nicht zufriedenstellende letzte Saison hatte Ferrari. Man wollte um den Titel kämpfen, am Ende wurde es aber nur Platz 5 in der Teamwertung. Bei den Testfahrten fehlt etwas Pace, aber das Team bestätigt, dass es auf jeden Fall noch schneller geht, weil man noch nicht alles gezeigt hatte. RWR kommt vom Kundenteam Haas und möchte, so oft es geht, um Punkte und Podestplätze kämpfen. Weeparts wurde von der Liga 2 direkt in Liga 1 befördert und soll um Siege kämpfen. Mal schauen, ob er es schafft. Das Ziel für Ferrari ist, wieder unter die Top 3 zu kommen. Wir werden sehen, ob das in der Laufe der Saison möglich ist. Eine gute Mittelfeldsaison mit guten Ergebnissen hatte Haas. Platz 6 in der Teamwertung ist sicher nicht zufriedenstellend, aber okay. Man hatte eine gute Geschwindigkeit auf kurzer Distanz. Leider konnte man keine Langdistanzen üben, weil man Probleme mit der Zuverlässigkeit hatte. CA993 wurde unter Vertrag genommen. Er soll das Team weiter nach vorne führen. Mal schauen, ob ihm das gelingt. Easy Fargo hatte letzte Saison mit Racing Point starke Probleme und er hofft, er kann das mit Haas vergessen machen. Das Team hat sich hohe Ziele gesetzt, man möchte nämlich endlich die Top 3 angreifen. Wir werden sehen, ob das im Laufe möglich ist. Red Bull ist endlich froh, den Renault-Motor mit Honda-Motor getauscht zu haben. Aber trotzdem ist man mit Platz 4 letzte Saison nicht ganz zufrieden. Man war sehr schnell in den Testfahrt unterwegs und man hatte keine Probleme mit der Zuverlässigkeit, was sehr wahrscheinlich an dem neuen Motor liegt. Snipes bekommt seine Chance bei Red Bull, da er letzte Saison bei Williams nicht konkurrenzfähig war, weil das Auto einfach zu schlecht war. Mark hat sich mit guten Leistungen in Liga 2 einen Stammplatz bei Red Bull redlich verdient. Mal schauen, ob der Druck nicht zu hoch sein könnte. Das Ziel von Red Bull ist, um die vorderen Plätze zu kämpfen. Vielleicht springen ab und zu mal Podestplätze und Siege raus. Vito Rosso war als letzte Saison eine super Saison. Man konnte beide Titel holen, womit man am Anfang der Saison vielleicht ein bisschen gerechnet hat. Aber in Testfahrten diesmal war keine gute Vorstellung für das Team. Man war fehleranfällig und die Zuverlässigkeitsprobleme nahmen einfach nicht ab. Toro Rosso gibt CAA Kevin Müller die Chance, in der Liga sich zu beweisen. Er kommt aus der Liga 4. Mit dem Meister der Liga 4 der letzten Saison, Kevin Ligno 1994, setzt man diese Saison bei Toro Rosso auf diese beiden Fahrer. Nachdem die Fahrer sich eingewöhnt haben, sollen gute Ergebnisse folgen, damit man nicht zu weit zurückfliegt. Der erhoffte Sprung nach vorne für McLaren blieb leider aus. Man verschlechterte sich sogar auf Platz 7 der Team-WM. Man hatte sehr gute, schnelle Runden mit vollem Sprit. Und man hatte keinerlei Probleme in Sachen Zuverlässigkeit. Mit dem Vizemeister der Liga 2 Wulfinator konnte man sich einen guten Fahrer unter Vertrag nehmen. LE Wazer möchte nun zeigen, was er kann und hofft, das Vertrauen zurückzahlen zu können.
Das Ziel für McLaren ist, die Saison in der Tabelle aufzusteigen, um endlich vielleicht unter die Top 5 zu kommen. Eine der nächsten großen Überraschungen der letzten Saison war das Team von Renault. Niemand rechnete damit, dass man auf Platz 2 landet. Bei den Testfahrten war man extrem schnell, sogar die schnellsten, um ehrlich zu sein. Und man ist außerdem noch die meisten Runden im kompletten Test gefahren. Mit Stayforce, die 0815, konnte man sich einen Spitzenpiloten von Red Bull holen, der dem Renault-Motor treu bleiben wollte. Kyle Stahl 1995 sah letzte Saison kein Kraut gegen seinen Teamkollegen und Weltmeister TL Knitzel und hofft, dass es dieses Jahr bessert. Das Team möchte gerne den Schwung der Testfahrt in die Saison mitnehmen und vielleicht diesmal den Titel holen. Für Racing Point war es eine Saison zum Vergessen. Man war zu unzuverlässig und zu selten in den Punkten, weshalb man auf Platz 10 der Wertung abrutschte. Zeitlich hängt man etwas hinter den anderen Teams hinterher, aber man konnte die Zuverlässigkeit etwas verbessern, was vielleicht ziemlich gut für das Team sein könnte. Apfelmus konnte das Team überzeugen, ihn unter Vertrag zu nehmen. Mal schauen, ob es vielleicht nicht sogar ein Fehler von ihm war. Dale Magnus geht mit dem Wechsel zu Racing Point ein enormes Risiko ein, weil man nicht genau weiß, wo das Team wirklich steht. Das Ziel von Racing Point ist es, den letzten Platz so schnell wie möglich wieder abzugeben, um vielleicht endlich wieder Anschluss an das Mittelfeld zu finden. Für Williams war es eine Saison mit Auf und Abs, leider mehr Abs als Aufs. Und die schlechte Zuverlässigkeit brachte am Ende Platz 9. Die Testfahrten waren extrem gut, man war extrem schnell unterwegs und man hatte keinerlei Probleme, die auf einmal irgendwie wie weggeblasen waren. NSX Montana schnappte sich einen frei gewonnenen Platz bei Williams und verlässt damit Alfa Romeo Racing. Max Power 2010 merkte schnell, dass sich bei Williams was zusammentut und holte sich schnell den zweiten freien Platz im Team. Williams hat sofort wieder vor, um den Titel zu fahren. Ob das gelingen wird, bleibt abzuwarten. Das Mercedes-Werksteam konnte die Saison immerhin als bestes Mercedes-Team abschließen, aber mit Platz 8 ist man definitiv nicht zufrieden. Man hat einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, was den Speed angeht. Leider hatte man eine kleine Zuverlässigkeitsprobleme, die man noch beheben will. F1 John freut sich, vom Werksteam von Mercedes unter Vertrag genommen worden zu sein und will natürlich das mit guten Ergebnissen zurückzahlen. Pro SEG 1899 Meister der Liga 2 will nun die Liga 1 aufmischen. Mal schauen, ob er das schafft. Das Team möchte natürlich so schnell wie möglich wieder um Podeste kämpfen, damit man endlich wieder nicht hinten rumdümpelt.